Hallo, mein Name ist Matthias Steinhardt und ich begrüße Sie heute recht herzlich im Chem Studio Tutorial. Chem Studio 2.5. Mit diesem Programm könnt ihr so wie ich hier euren Desktop aufnehmen. Dieses Programm ist wirklich sehr, sehr gut und eine kostenlose Alternative zu TechSmith Camtasia. Also das braucht ihr nicht unbedingt, außer ihr wollt mal irgendwann so richtige hypermäßige Schlag-mich-tot-Präsentationen machen, aber die braucht man eigentlich nicht unbedingt. Wenn sie sich das irgendwann mal kaufen wollen für ein paar Euro, dann tun sie das, aber Chem Studio tut es genauso. So, Chem Studio kommt von der Basisversion ein bisschen abgespeckt und die Qualität von den Videos ist nicht die gerade beste. Und heute möchte ich euch ein deutsches Tutorial dazu zeigen, wie sie Chem Studio richtig einstellen müssen. So, da viele Deutsche nicht wirklich Englisch können oder mäßig Englisch, gibt es auch eine deutsche Version dafür. Und da gehen wir jetzt einfach mal zu unserer Lady Google und geben hier ein Chem Studio 2.5 und dann Deutsch. So, Enter. Dann landen wir natürlich mal wieder bei Google und gibt uns die besten Ergebnisse. So, jetzt gibt es hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man das Zeugs runterladen kann. Wir nehmen Chem Studio Download von Chip Online. Ich habe den versucht, der funktioniert nicht wirklich, deswegen nimmt einfach Chip, da ist ein bester Board dran seid, und Chip ist einfach gute Qualität. Klickt da drauf, dann landet er auf dieser Seite zum Download. Download Chip Online. Dann geht es auch schon fast los. Und hier nochmal zum Download. Müsst ihr euch nirgends anmelden. Peng. Das Ganze speichert dann da, wo ihr hin wollt. Ich habe das alles schon gemacht, deswegen überspringe ich das jetzt. So. So, jetzt sind wir schon auf meinem Desktop. So, dann kommt ihr in Downloads. Dann habt ihr hier Chem Studio 2.5 Beta-1. Macht ihr Rechtsklick. Hierher entpacken oder Datei entpacken, so wie Sie das gern haben wollen. Dann geht er hier rein und geht hier auf Recorder, macht Rechtsklick drauf, senden an, Desktop als Verknüpfung erstellen. Und dann habt ihr dann den Button, mit dem ihr dieses Programm aktivieren könnt. Dann macht er auf dieses Ding einen Doppelklick drauf. Ja, bla bla bla, das ist jetzt normal. Das kommt, weil ich ja Chem Studio schon anhab, aber jetzt tut's hier. Dann landet er da drin. So, jetzt stellen wir dieses Programm zuerst mal um. Das ist standardmäßig auf Englisch. Und deswegen gehen wir auf Optionen, Sprache, ist normal auf Englisch. Macht dann einen Haken auf Deutsch rein, dann müsst ihr es wieder neu starten. Also ihr macht es wieder zu und startet es wieder neu. Dann habt ihr das ganze Ding auf Deutsch. So, das nächste, was jetzt kommt, wir brauchen einen richtigen Codec. Der Codec, die Video-Settings bzw. die Einstellung von diesem Programm. So, Einstellungen sind auch Optionen genannt. So, zuerst gehen wir auf Video-Optionen. Wenn wir auf Video-Optionen sind, habt ihr dieses hier. Ich habe das jetzt einigermaßen versucht anzupassen. Und zwar, ihr braucht hier zuerst diesen Codec. Standardmäßig ist es hier irgendeiner. Weiß gerade nicht, welcher es ist, aber dieser Code könnt ihr runterladen. Im Netz kostet auch nichts. In meiner Videobeschreibung findet ihr den direkten Download zu diesem Codec. Das entpackt ihr dann wieder in euren Ordner. Das sieht dann so aus. Hier macht einen Doppelklick drauf, ausführen, peng peng. Startet das Programm wieder neu und dann könnt ihr hier diesen Codec aussuchen. Chem Studio Lossless Codec Version 1.4 oder Chem Studio Lossless Codec Version 1.4. Wenn ihr das gemacht habt, macht ihr dir Set Keyframes Every 20 Seconds. Das ist hier die Keyframes alle 20 Sekunden. Frames aufnehmen alle 50 Sekunden oder Millisekunden. Wiedergaberate sind 20 Frames per Sekunde. Und hier lasst ihr die Max Rate. Okay, und dann seid ihr scharf geschossen. Dann könnt ihr aufnehmen, was ihr wollt, wie lang ihr wollt, auf das ihr Bock habt,
und könnt dann schöne Videos machen, schöne Präsentationen, euren Bildschirm aufnehmen. So, das war's schon wieder von mir und wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, würde mich freuen, wenn ich schöne Anregungen noch kriege, schöne Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Sachen lernen wollt, wie ihr noch geilere Videos machen könnt oder ein komplett kostenloses Videolernprogramm, wie ihr wirklich wie ein Profi nachher Videos aufnehmen könnt, wie die Kameraeinstellungen sind und alles drum und dran, findet ihr alles hier auf www.youtube-money.de. Dort könnt ihr ein kostenloses E-Book von mir runterladen, wie ihr mit solchen Videos Geld verdienen könnt und mehr Traffic oder beziehungsweise Besucher auf eure Homepage transferieren könnt oder generieren könnt ihr sagen, wie ihr wollt. Ich bin da offen. Sagt einfach, wie ihr Bock drauf habt. Bleiben mal ein bisschen locker, ne? Und zusätzlich bekommt ihr von mir noch ein Newsletter. In diesem Newsletter lernt ihr, wie ihr Schritt für Schritt von Grund auf an, wie ihr im Internet Geld verdienen könnt. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen, noch zum zweiten Mal. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias Steinhardt.